RSH. Ja, jetzt steht die nächste Aufgabe an bei uns hier auf dem Hof von Petra und Fide. André ist bei mir, wir sollen jetzt dreschen. Und das wird gar kein Problem für uns. Ich setze mich ja praktisch schon seit meiner frühesten Kindheit mit Landmaschinen auseinander. Gut, die sind normalerweise ein bisschen kleiner bei mir. Nur pass auf, mein Junge. Wir haben hier die Gaben liegen. Ja. Kannst du auch richtig schön einzeln gebunden sehen. Ja. Wie sagst du jetzt von hier unten? Da oben rauf, nach Katharina. Ja. Ja. Und du gibst die Schlagzahl hier an. Ja. Also ruckzuck, eine nach dem anderen. Ja, wollen wir anfangen? Ja. Los. Ja. Wenn wir hier das Dreschen immer so in diesem Tempo machen würden, dann hätten wir Vollbeschäftigung in Deutschland. Also hätten wir keine Arbeitslosen mehr. Da bräuchten wir so viele Leute dazu. Moin. Junge, da wäre hier, ich kann mich doch noch erinnern, da wäre hier so ein Griff, so ein Klammer. Und dann hast du Fingers doch immer zwischen. Und bei jeder Klappe, die wir dann nicht rennspielen hören. Das gäbe am Floor von früher. Mein Lieber. Ja, mein Lieber. Was sagst du sagen? Jung oder deren oder was? Ja. Und den Kopf für die Woche? Ja. Scheinend Geschirr? Ja. Und loben ruhig? Ja. Ja, wenn die nicht loben würden, dann muss ich das, Johann, das kann ich nicht. Wir haben eine Wellenlänge. Da hat auch ein bisschen Spaß, ein paar Witze gemacht. Hurra, der Mann, der passt hier auf den Hof. Ja, guck mal, Leute, nun könnt ihr mal sehen, unsere Gegend hier. Ein super Ausblick hier. Guck mal in die Runde. Hier seid ihr morgen. Alles dir, ja, ne? Ja, vielleicht irgendwann mal. Guck mal, ich bin der König der Welt! Aber noch lange nicht Leo DiCaprio! Wo sehe ich die Kamera? Das Hologramm. Ich glaube, auf der anderen Seite war das schlimmer. Da gehört er mit Tau. Applaus, ganz, ganz dankbar entgegen für alle, wirklich für alle, die hier mitgeholfen haben, dass wir diesen längsten Frühstück der Welt hier vom Hof fahren dürfen. Ich bin seit 22 Jahren bei RSH. Ich kann mich an so eine Nummer, sage ich ganz ehrlich, nicht erinnern. Vielen, vielen Dank, dass wir Ihre Gäste sein durften. Das war der längste Frühstückstopp der Welt in dieser ganzen Woche. Ihre Wetterexpertin. Die Stimme ist fast weg. Katharina Lieberleine! Standen auffallend viele Mädchen so wie 2022 davor. Ihr Autopilot. Meine Damen und Herren, der kleine Mann, der in dieser Woche über sich hinausgewachsen ist und ein ganz, ganz großer war. Carsten! Unbeschreiblich, einfach hammerstark. Es ist total schön, affengeil, nur schön. Ich komme hier aus Sorgwohl und hätte nie gedacht, dass sowas hier möglich wäre. Also ich habe total mitgelebt, war jede freie Minute hier, ne? Immer zwischen zu Hause und hierher gependelt. Unseren Hund mussten wir zurückhalten, damit er nicht auch mitkam. Nur schön, kommen Sie mal wieder.
Gute Nacht, Frühstücksclub.